Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Organspenden können Leben retten. Das ist die Überschrift auch des Bundesverbandes und insofern, dem können wir uns nur anschließen. Und ich kann auch nur alle Menschen dazu aufrufen, sich mit dieser Frage sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und ich stimme, das muss ich ausdrücklich sagen, dem Kollegen Klenner, der die erste Rede zur Einbringung des Antrages hier gemacht hat, in allen Punkten ausdrücklich zu, die er hier im Parlament vorgetragen hat. Und ich fand auch Ihre Rede sehr sachangemessen. Und wir von der Grünen-Fraktion können nur sagen, wir stehen auch in der Frage, weil Sie auch Herrn Laumann in dieser Frage angesprochen haben, auch bei den Initiativen, die er auf dem Krankenhaustag bzw. bei der Krankenhausgesellschaft angesprochen hat, eindeutig hinter diesen Maßnahmen. Das sollte uns in diesem Hause an keiner Stelle trennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich halte dieses Thema, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, für nicht geeignet, parteipolitischen Streit, Leistungsbilanzen oder anderes miteinander auszutragen. Wir sollten alle gemeinsam, wir Abgeordneten im Landtag von Nordrhein-Westfalen, dafür werben und für Vertrauen werben, dass Organspenden Leben retten können. Es war meine Heimatstadt Essen, in der es einen Skandal gegeben hat, was die Vergabe von Organen anbetrifft. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, dass das nicht in Ordnung ist, dass das kriminell ist, aber dass die allermeisten und dass die Krankenhäuser mit hohem Einsatz dafür sorgen wollen, Leben zu retten. Und Leben kann auch dadurch gerettet werden, dass jemand, wie Kollege Klenner es richtig beschrieben hat, jemand stirbt, was tragisch genug ist, aber der Körper noch, also beziehungsweise dann noch es möglich ist, Organe zu entnehmen und sie zu spenden. Und trotzdem ist das eine ureigene persönliche Entscheidung, ob man es tut oder ob man es nicht tut. Und jede Verknüpfung, und deswegen war es auch richtig zu sagen, dass es keine Umlage geben kann, jede Verknüpfung, die Menschen persönlich unter Druck setzt, lehnen wir ab. Allerdings, das will ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, bin ich schon der Meinung, dass sich auch jeder Mensch möglichst mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Dass in den Schulen, dass in den möglicherweise auch, wie es Gesundheitsministerin Steffens 2012 mal vorgeschlagen hat, bei der Frage, wenn Ausweise ausgegeben werden, man darauf hingewiesen wird, dass es die Möglichkeit der Organspende gibt oder wie es die Krankenkassen ja offensichtlich tun, alle 2 Jahre immer wieder darauf hinweisen, dass die Möglichkeit der Organspende besteht, auch eine differenzierte Möglichkeit der Spende besteht und dass man das eben auf diesem kleinen Ausweis, den gibt es auch in anderen Varianten, ausfüllen kann, einen Widerspruch reinschreiben kann oder eben auch differenziert darauf reagieren kann. Das ist das ureigenste Recht jedes Menschen. Aber ich finde auch so ein bisschen die Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist kein leichtes Thema. Auch wenn man ein Testament macht und über Dinge verfügt, mag das nicht ganz einfach sein. Aber das ist natürlich was anderes, ob man sein Haus vererbt oder ob man darüber spricht, ob man die Ängste ernst nimmt, ob man im Todesfall möglicherweise einzelne Organe abgibt oder eben nicht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, Herr Gesundheitsminister Laumann, ich hatte Sie ja schon gelobt, das will ich an dieser Stelle noch mal aufnehmen. Ich bin schon etwas erstaunt, dass wir das im Rahmen einer Aktuellen Stunde hier heute diskutieren. Wir könnten, das kann ich Ihnen sagen, Herr Kollege Löttgen, der Minister hat, ich meine, es war im Dezember, stand es im Ärzteblatt, auf der Tagung gesprochen. Er hat schon einen Monat vorher auf der darauf hingewiesen, dass die Spenderzahlen deutlich zurückgehen werden. Also es ist kein überraschender neuer Fakt, der in dieser Woche aufgeschlagen ist, dass die Zahlen heruntergehen. Und deswegen müssen wir uns fachlich damit auseinandersetzen. Das werden wir als Grüne Fraktion auch zum Anlass nehmen, Herr Löttgen, einen Bericht für den nächsten Ausschuss für Gesundheit, Arbeit, Gesundheit und Soziales zu erbitten. Das Schreiben wird der Vorsitzenden heute auch noch zugehen. Und dann werden wir uns fachlich mit den einzelnen Fragen auseinandersetzen. Denn es ist natürlich interessant zu wissen, warum in Bayern die Maßnahme, dass die Transplantationsbeauftragten offensichtlich mehr Zeit und mehr Möglichkeiten haben, in den Krankenhäusern zu agieren, das eben auch zu mehr Spenden dann auch führt. Denn eins ist ja erfreulich. Die Spenderinnen, also die aktive Zahl der Spenden geht zwar zurück, aber die Zahl der Spendewilligen ist gestiegen. Also die Bereitschaft der Bevölkerung ist da und es ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe, dann auch dafür zu sorgen, dass die Spendewilligen auch sozusagen ihre Verfügung umgesetzt bekommen und im Spendefall dann eben auch eine Spende weitergegeben werden kann. Das sollte unser Einsatz auch wert sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und ein Punkt, ich habe lange überlegt, ob ich darauf hinweisen soll. Aber gleich redet eine Fraktion, wo ich auf Twitter fast schon, wo es mir im Halse stecken geblieben ist. Eine Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion der AfD twittert, dass sie offensichtlich nicht bereit ist, eine Organspende abzugeben, weil es ja irgendeinem Nafri zufallen könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist menschenverachtend und sollte nicht Stil dieses Hauses sein. Applaus